Entfernen Sie den Objektivdeckel und drehen Sie den On-Off-Schalter, um die Kamera einzuschalten. Wie Sie es von Ihrer privaten Digitalkamera kennen, sind vor dem ersten Einsatz ein paar Voreinstellungen gefragt. Sprache, Datumsformat, Datum und Uhrzeit. Nun können Sie die Patientendaten eingeben, entweder durch Abfotografieren aus der Akte oder durch das Eingeben einer Nummer im Display. Hierfür drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste F3 und geben die Informationen ein. Die Patienten-ID-Nummer wird dann unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Ein paar Tipps vor dem ersten Foto. Anders als bei einer konventionellen Spiegelreflexkamera muss der Abstand zwischen der iSpatial C3 und dem Objekt innerhalb eines von der Kamera empfohlenen Bereichs liegen. So haben alle Objekte auf den Fotos bei gleichmäßiger Lichtverteilung konstant dieselbe Größe. Um die Leistung der Batterien oder Akkus möglichst lange zu erhalten, schaltet sich die iSpatial C3 nach 30 Minuten automatisch aus, wenn sie in dieser Zeit nicht bedient wurde. Möchten Sie die Kamera weiter nutzen, schalten Sie sie aus und wieder an.